sind wir wieder. Wer wird überleben und wer muss krepieren? Bei Let's Play Fire Emblem 10 Radiant Dawn. Ich nehme weiter in den Kurzspeer und werde einen weiteren elendigen Narren ins Jenseits befördern. Ich glaube, die letzte Folge hätte ich so nicht aufnehmen sollen. Ich war nicht so ganz dicht, weil ich dicht war. Ein bisschen zumindest. Entschuldigung an dieser Stelle vielleicht dafür. Ein kleines bisschen vielleicht. Ja, ja, ja. Jedenfalls, es tut mir wie gesagt von Herzen leid. Aber ich wollte es jetzt nicht nochmal alles nochmal machen, weil es ja irgendwie dann doch ganz gut aussieht. So, ich habe mir... Na gut, eigentlich sieht es nicht ganz gut aus, weil ich meine Charaktere einfach nicht gescheit leveln kann. Momentan zumindest. Gucken wir mal. Tani, die Tanige, macht den jetzt erstmal weg. Und da muss ich gucken, dass ich mit anderen Leuten die Position dort wieder einnehme, weil die Laura jetzt gerade allein auf ihrem Stern sitzt. Und ich kriege eine tolle Axt. Tolle Axt. So. Ja, Mr. Boop. Oder wie machen wir das? Wir machen das jetzt. Wir stürmen jetzt mit dir nach vorn, benutzen nicht das Silberschwert. Ja, wir müssen alle Register ziehen. Und das machen wir mit dem Registerziehschwert, welches er hat. Kaldablock. Ah, das reicht immer noch nicht, um gut zu sein. Nun ja. Moment. Ich habe eine andere... Moment, eine andere Idee. Ah, ein Eisenbogenkrieger. Genau, auf die Burschen muss ich ordentlich aufpassen. Aber zumindest reicht hier dieser mächtige Hieb aus mit der schwächlichen Eisenaxt von der starken Jill, um ihn wieder zu ringen. Okay. The next one is the only one. Nein! Nein! Was für ein... Nein! Ich... Moment, nein, Silberdolch. Wir nehmen den Silberdolch. Oh, vielleicht werde ich ja nicht getroffen. Oder? Ja, natürlich werde ich nicht getroffen. Ich bin so gut. Er ist so gut. Sie sind so gut. Alle sind so gut. Hui. Ja, das wäre schön gewesen, wenn. Also, wir haben hier Stahlbogen Sack, Langspeer Hurni und sonst... Moment, wir haben nur noch einen Langspeertyp und einen Bogenschützentyp, ne? Ja. Wen haben wir denn jetzt? Moment, ich habe noch Mr. Aran. Mr. Aran mit der silberigen Großlanze. Da wird das alles auch nichts werden. Egal, stich er zu. Vielleicht krittet er ja. Vielleicht adeptet er durch. Nein, das tut er natürlich nicht, weil er es nicht nötig hat. Naja, mal sehen, ob der sich irgendwie jetzt nach hinten verzieht. Aber die haben wahrscheinlich noch irgendwie so einen Heilgegenstand, den die sich durchdreht. Wow, er hat Geschwindigkeit dazu bekommen. Ich bin sehr begeistert. Ja, jetzt ist the question. Can he? Vernichtikus meine Leute. Aber ich glaube, das kann er nicht. Deswegen werde ich mal hier... Ach nee, da ist auch noch ein Stahlbogensack. Und der macht mir ja meine Tussi kaputt, glaube ich. Wenn ich sie lasse. Dann machen wir das anders. Da bleibst du hier einfach stehen. Dann nimmst du den Stab. Moment, wer sieht stärker aus? Du siehst stärker aus. Du hast die mächtige Axt. Na, die ist schwer. Da muss man mehr Muckis haben, so ein riesengroßes, scharfes Blatt durch die Gegend zu tragen. So, wen haben wir jetzt noch nicht benutzt? Irgendjemand noch hier dabei, der noch keinen Fahrschein hat. Alle zufrieden, alle glücklich, alle okay. Okay. Und hier haben wir den haben wir auch schon benutzt? Wen habe ich denn hier noch nicht benutzt? Ach ja, stimmt, der Voluk mal wieder, der Voluk. Wie lange hält er noch? Er hält noch ein bisschen. Ja, das stellen wir ihn einfach mit hier hin. Wir wollen ja diese Trümmerreiter da oben noch irgendwie umholzen. Wenn sie jetzt denn nicht umgeholzt werden. So, jetzt hätte ich mal vorher vielleicht nachgucken sollen. Er schießt aber jetzt nicht zufällig auf jemanden mit der schönen Axt. Mit den Fernkampfmöglichkeiten. Da muss ich ja ordentlich aufpassen mit den elenden Fernkampfmöglichkeiten, die Feinde haben. Genau deswegen. Das passiert mir nämlich sonst ständig. Ich hoffe, ich habe... Mikaya ist, glaube ich, mehr oder weniger geschützt. Ja, und... Der Rest sollte auch noch wieder geschützt sein. Also Laura vor allem, weil davor steht... Wie heißt er noch gleich? Ja, der... Oh, oh, sie ist nicht geschützt, weil gerade ein armseliger Bursche weggerannt ist. Aber vielleicht haben die Gegner das ja wieder so schönermaßen eingerichtet, dass sie vorzugsweise auf die gelben Krieger losgehen und mich erstmal in Ruhe lassen und mir die Laura auch am Leben lassen. Das wäre mir nämlich ein Unding, wenn die Laura jetzt deswegen krepieren sollte, weil ich nicht wirklich die Kontrolle über die gelbe Armee habe. Diese Elenden. Ja, es ist der Tag der Wahrheit angerückt. Aber vielleicht kann sie einen einzigen... Nein! Nein, du böser Mann, du böser Wicht! Das kannst du machen, aber das solltest du nicht. Nämlich jetzt muss ich den Ladderbügeleisenträger, den Leonardo,
nach vorne schicken mit seinen Ninjutsu-Fähigkeiten. So, da hat er schon wieder einen angeritzt. Jetzt guck ich mal, wie das mit dem Anritzen... Moment, hat einer der Bogenschützen den da überhaupt mal angehauen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, da ist gar nichts runtergehagelt worden. Und ich werde ihn nie kaputt kriegen. So, das ist der Bogenschütze. Der ist jetzt wieder ordentlich voll. Ist aber gut, der ist erstmal weg. Oh, hast du nicht getroffen. Das tut mir aber von der Seele weh. Oh, immer dieser Heilbubis. Fass es nicht. Ich komme erstmal nicht ran, das wollte ich gesagt haben. Was? Nein! Das kannst du nicht machen, du elende Sau. Es kommen mit meinen ganzen Leuten da auf die Seite. Und was passiert? Du stehst da rum und... Und rettest dich einfach, du Elender. Ja, das sieht schon viel besser aus. Das sieht schon... Nein, er rettet sich nicht. Ich habe noch einen mächtigen Bogenschützen, der die Reichweite hat, ihn umzuholzen. Na, was machen wir? Achso, er geht auf den Da-Ein-Mann los. Wow, der Da-Ein-Mann! Oh, der hat aber ordentlich was weggezimmert. Das war, glaube ich, der alles weggezimmert. Hä? Der hatte doch eine... Nee, hä? Nee, achso, nee, der hatte doch keine gelbe Leiste. Eine Leiste gelbe. Doch, der hatte eine gelbe Leiste. Ich habe gedacht, das wäre keine mit einer gelben Leiste. Dann hätte er nämlich Erfahrungspunkte kriegen müssen. Und jetzt geht der Rest natürlich hier schön auf die Jill los, ne? Das haben wir gern. Hier immer auf die Schwächlichen, auf die Armseligen, auf die bald Toten, habe ich das Gefühl. Und auf die niemals Doppelnden. Aber das ist der letzte, der sich angreift. Ich glaube es nicht. Oh, da muss gleich die Laura... Oh, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass er ist so ein Fernkämpfer-Idiot. Ja, nein. Wobei, ich kann sie irgendwie ein bisschen wegholen. Holzen. So, wir müssen noch 8 armselige Würstchen in die Niederhöllen verschaffen. So, wir fangen jetzt hier oben an. Glaube ich zumindest. Was ist denn mit dir? Mit Tarvos ist bei dem da jedenfalls nicht mehr viel los. So, hat sich ja gelohnt, die Stadt den ganzen Weg da laufen zu lassen. Nicht wahr, Kerl? Jetzt gucken wir mal, ob sich das gelohnt hat, die ganzen Level-Ups hier auch noch mitzunehmen mit dir. Der gute Nolan. Pff, der schlechte Nolan. Ja, aber bei dir sieht es, glaube ich, auch nicht viel besser aus. Da reicht sogar der Eisenbogen, wenn er dich treffen würde. Nee, dann nehme ich über den Gulasch-Kanonenverschießer. Regnet es in der Mission? Das habe ich in der letzten Folge gar nicht gesehen, dass es die ganze Zeit in dieser Mission regnet. Oder hat der jetzt gerade erst angefangen? Das weiß man nicht. So, jetzt machen wir aber ganz kurz einen Prozess mit dir. Jawohl, er trifft sogar. So, dann darf hier da wieder jemand anders auf seine Höhe kommen. Und wir haben mehr Möglichkeiten, da unten noch was wegzumachen. Also 5 Stück müssen wir noch. 5 Stück müssen wir noch. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Gucken wir mal. Doppi, doppi, dopp. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee... Scheiße! Och, ein dämlicher Schadenspunkt. Ein einziger dämlicher Schadenspunkt fehlt da. Was ist denn mit dem darunter? Auf mir, dass wir treffen. Triff, komm, boom, boom. Ja, Aran hat einen niedergemacht. Ausgezeichnet, Aran. So, jetzt kommt der nächste. Oder auch nicht. Mit dem Silberschwert? Nee, das können wir auch von da oben machen, glaube ich. Und wir nehmen den kalten Block. Jo, den nehmen den kalten Block, weil der zweimal zuhauen muss. Zweimal, ja, genau, da ist das erste Mal, da ist das zweite Mal. Da geht ja ein, da muss ich die Windeln andersrum anziehen, weil die auf der anderen Seite rum nass sind. Gut. Moment, wir haben noch, wo ist Soth? Sothi. Sotholis. Ah, der mächtige Silberdolchträger. 18, 18, 18. Ja, alles volljährig, was dabei rumkommt. Aber der haut jetzt natürlich genau drauf, damit der Sothi mal wieder weiß, dass Schmerzen sind. Damit er sich das nächste Mal wieder besser in Acht nimmt. Aber ich hätte mir vielleicht noch vorher angucken sollen, ob ich diese 5 tatsächlich noch irgendwie kaputt kriege. Aber wir können noch was. Wir können noch was. Das kann allerdings nicht viel. 2 noch. So, wir können noch mit Jill und wir können noch mit Mikaya. Ja. Das Problem ist eventuell nur, dass ich mit ihr hier nicht wirklich was kaputt kriege. Ui, dann aus. Wir sollten uns vielleicht einen Schwächling ausgucken. Schwächling, du siehst schwach aus. So. Da könnten wir vielleicht nochmal die Kriegeraxt auspacken. Ah, die trifft zweimal? Ja. Also komm, wenn das letztlich wird, ne? Du willst zweimal treffen, Frau. Genau. Okay. Gut. Jetzt ist die Frage, verdammt. Obwohl, ich kann noch was anderes heilen, wenn es notwendig sein sollte. Dann stellen wir dich einfach mal jetzt hierher. So, und jetzt gucken wir mal. So.
Das würde... Mit Tani würde das hundertprozentig funktionieren, noch bevor wir hier fertig sind. Nein! Machen wir Jill wieder ein bisschen lebendiger. Und dann ist diese Mission geschafft. Okay, es haben nicht so viele Leute von meinen gelben Kriegern überlebt. Und ich habe dadurch wahrscheinlich eine ordentliche Menge an Erfahrungspunkten verpasst. Aber was soll's? Ich habe eine garstige Mission, so wie man mir sagt. Eine sehr garstige Mission. Eine elend garstige Mission. Im ersten Versuch, ohne dass mir irgendjemand von den wichtigen, ganz Schwachen umgefallen ist, geschafft. Und da war ich sogar noch ein Level-Up für die gute, liebenswerte Mikaya eingepackt, so was sie auch Level 6 wird. Oder trotzdem nicht geschickter oder magisch mächtiger. Aber vielleicht lasse ich sie dann eben einfach ganz hinten stehen, wenn ich mal sie bespielen muss. Wir befinden uns auf Position oberhalb der Klippe. Die Heilige Garde befindet sich unterhalb, wie geplant. Alles klar, vielen Dank. Jetzt können wir nicht mehr zurück, Mikaya. Du musst den Befehl geben. Ja, ich weiß. Frage mich, was sie vorbereitet haben. General Mayel ist den Clown der Halbmenschen zum Opfer gefallen. General Ike und die Allianz de la Goose sind auf dem Weg hierher, um die Hohepriesterin zu retten. Macht euch für die nächste Phase bereit. Bogenschützen, auf eure Position. Die sind alle gestorben, glaube ich. Für Zweifel haben wir keine Zeit. Ja, zur Not müssen wir ja die Überlebenden runterwerfen. Ja, so ein dicker Tauroneo, der auf der Hohepriesterin landet, wird davon wohl nicht allzu viel übrig lassen, außer einen großen Fettfleck. Was tun sie da? Sie schütten die... was schütten sie da die Klippe hinab? Nein, das ist... Badeöl, Öl! Sie wollen uns in Flammen setzen! Hohepriesterin, steigt auf meinen Pegasus! Wir fliegen hoch! Alle Pegasi fliegen hoch! Wir schützen die Hohepriesterin vor den Pfeilen! Heilige Garde, formiert euch um die Hohepriesterin! Nein, nein, Sigrun! Wir können die anderen nicht im Stich lassen! Das kann ich nicht zulassen! General, wir sind bereit! Ja, ich kenne dieses Elendige. Oder ich kann mir dieses elendige Gefühl vorstellen, wenn man als wichtige Person die anderen plötzlich im Stich lassen muss und nichts mehr machen kann. Und warten, dass sie krepieren und sich dabei schuldig fühlen. Lass die Hohepriesterin nicht entkommen! Bogenschützen, Magier, holt den Pegasus herunter! Also, die haben normaler... Das ist kein Pegasus! Das ist der Adlermann! Keine Bewegung! Sehe ich nur einen Pfeil fliegen, dann erhält der Junge die Lektion. Der freie Fall. Tiban, Sothel, nein, bitte! Alle Einheiten, stellt das Kämpfen ein, sofort! Interessant. Also, ich find's gut. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, was das Bessere ist. Einen zu opfern, damit ein ganzes Land überleben kann, aber... Naja, es ist halt eine scheiß Situation. Der General Ike hat uns erreicht. Wir haben versagt. Oh, der ist auch schon da. Mikaya von da ein. Hör mir jetzt sehr, sehr genau zu. Sagt ihr mir, du sollst Soth freilassen? Inakzeptabel. Ich lasse euch jetzt die Wahl. Ergebt euch und kehrt nach da ein zurück. Oder kämpft und sterbt. Wir haben keine Wahl. Wir werden nicht aufgeben oder verhandeln. Egal, was ihr glaubt. Wir können nur kämpfen. Mikaya, seid ihr verrückt? Seht euch um. Jeder in eurer Armee wird sterben. Ist euch das etwa egal? Genug. Jetzt ist Schluss. Ist das der Schwarze Ritter? Ach so, nein. Hohepriesterin. Ich habe für einen Tag genug Blut gesehen. Es ist genug. Bitte, kein Blutvergießen mehr. Ich mag die Hohepriesterin sehr. Wir ziehen uns vorerst zurück. Ihr solltet dasselbe tun, und zwar sofort. Ich weiß nicht, wie lange ich meine Männer noch im Zaum halten kann. Und die Frauen schon gar nicht. Aber wir können nicht. Schön. Sein Tod liegt in euren Händen. Tut mir leid, kleiner Soth. Deine Freundin hat dich gerade umgebracht. Verabschiede dich, aber schnell. Nein, wartet. Mikael! Nein! Soth! Und er starb. An langsamem Runterlassen. Vielleicht hat sich in der Luft aufgefangen und aufgeschlitzt. Oh, der Göttin sei Dank, Soth. Lasst euch das eine Lehre sein, kleiner Beorg. Das nächste Mal fängt euch oder euren Freund niemand auf. Ich frage mich jetzt gerade ja, ob das Absicht gewesen ist, dass der aufgefangen wird oder nicht, aber ich vermute es mal, weil er ist Tibarn. Und es läuft immer so, wie Tibarn es will. General Tauroneo, ich rate es euch ein letztes Mal. Bringt dieses Mädchen zur Raison. Sie vergisst sich sonst. Wir werden euch diesmal nicht verfolgen. Doch den Krieg können wir nicht vermeiden. Mehr kann ich im Augenblick nicht dazu sagen. Es tut mir leid, Ike.
Was ist nun mit euch allen los? Naja, sie dürfen wahrscheinlich nicht Bescheid sagen, dass sie alle am Arsch sind, wenn sie nicht tun, was sie nicht tun sollen. Aber es tun sollen. Und dabei bekloppt werden, weil sie es tun müssen oder nicht wollen. Wie sieht die Lage aus? Es ist furchtbar. Die Zentralarmee von Bignon und die königlichen Ritter von Crimea wurden fast vollständig ausgelöscht. Darüber hinaus hat das Öl, das dahin einsetzte, die Pegasi der Heiligen Garde verletzt und flugunfähig gemacht. Haben die davon getrunken? Ja, furchtbar trifft es in der Tat. Hat jemand eine Idee? Idee? Nein, muss dafür bezahlen. Wir greifen sie umgehend an. Unmöglich. Kämpfen wir jetzt gegen Dain, können wir es nicht mit der Armee des Senats aufnehmen. Wir müssen es schaffen, dass Dain uns zuhört. Verwirrung ist genau das, was Le Cain will. Dain dient in seinem Spiel nur als Kanonenfutter. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Warum so eine grauenhafte Taktik? Öl und Feuer. Was hat sich Micaia nur gedacht? Micaia? Die imperiale Armee hat Micaia auf ihrer Seite? Oh, es ist Raphael. Raphael, seit wann seid ihr hier? Seit gerade eben. Ich bin mit Rayson und Königin Nyla hier. Rayson ist direkt zu seiner Schwester gegangen. Er wird jeden Moment mit Liane eintreffen. Dürft ihr drei eigentlich alle hier sein? Was ist mit dem Medaillon? Das Medaillon ist hier. Wir sind sehr nah an dem Moment, in dem ein Galdra allein die Kräfte nicht mehr binden kann. Wenn dieser Krieg noch weiter wütet, wird der dunkle Gott mit Sicherheit erwachen. Tja, ich vermute mal zu wissen, wer der Endboss ist. Eine Bowlingkugel, die durch das Schloss kugelt. Aber ich wundere mich, dass der Schwarze Ritter nicht aufgetaucht ist. Sailor Moon. Macht des Mondkristalls. Verwandle ihn, rette ihn. Bitte, bitte rette ihn. Bitte rette meinen Sohn. Bitte rette Peleas. Ich flehe dich an. Ich frage mich, was das für ein Kristall gewesen ist. Ob der noch eine besondere Bewandtnis hat. Ich habe es gefunden. Das ist es. Eureka. Ich habe einen Weg gefunden, den Blutpakt zu brechen. Der Göttin sei Dank. So kann ich mein Volk doch noch retten. Also kommt es zusammen. Dann wird das Finale wohl daraus bestehen. Prinz Kurt, was tut ihr so spät noch hier draußen? Haltet ihr noch etwas Ausschau? Oh, hallo Ina. Nein, ich habe mir nur den Mond angesehen. Sein Spiegelbild auf dem See ist sehr hübsch, nicht? Ja, sehr. Oh, er oder sie hat auch so einen Kristall. Irgendwie, Moment mal. Ist Kurt Nager der Sohn von der Mutter von Peleas? Ich meine nur, er hat scheinbar auf dem Kopf ein ähnliches Symbol wie sie. Er hat einen ähnlichen dunklen Ton und hat eine ähnliche Haarfarbe. Mir wurde auch geschrieben, dass ich mit meinen Vermutungen bezüglich dieses Königs den Blutpakt eingerichtet hat. Völlig falsch gelegen habe. Ja, es ist ein Lagrus, das sieht man in den Schwingen. Aber ich habe keine Ahnung, wer es sein sollte. Weil blaue Haare schwingen, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, ich bin zu blöd dafür. Dazu habe ich zu viele Charaktere nicht mehr im Kopf, die vielleicht da gewesen sein sollten. Ihr. Wie seid ihr hineingelangt? Wie habt ihr uns gefunden? Hilfe! Er ist hier! Ich bitte um Verzeihung, dass ihr so lange warten musstet. Ist die Hohepriesterin in Sicherheit? Sie ist nach Crimea geflohen und hat die Machenschaften des Senats der Welt offenbart. Derzeit führt sie ihre Armee durch Dain und will das Imperium angreifen. Aha. Also gut. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Zug machen. Wie ihr wünscht, Wissender. Es ist Sephiram! Oi! Oi! Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich bin wirklich gespannt. Das hat sich jetzt ziemlich bedrohlich angehört. Hoffentlich zieht er nicht sein mächtiges, großes, langes, mächtiges Schwert. Und verliert seine Beine. Nach einem Überraschungsangriff von Dains Truppen beklagt die Armee Sanakis schwere Verluste. Der Hohepriesterin bleibt nichts anderes übrig, als den brennenden Rachedurst ihrer verbleibenden Truppen zu beschwichtigen. Eine Teilung der schon geschwächten Truppen würde einen Sieg vollkommen unmöglich machen. Solange die Gefahr ihnen jedoch auf dem Fuße folgt, ist ein Fortfahren nur schwer möglich. Dieser Zwiespalt schlägt sich schwer auf die Truppenmoral nieder. In der Zwischenzeit zieht sich Dain hinter die Mauern von Schloss Nox zurück.
Da Mikaya ihre Aufgabe nur schwer erklären kann, hält sie die Truppen allein mit ihrer Willensstärke zusammen. Sie übermannt ihre Geister und zwingt sie dazu, Sachen zu tun in Kapitel 13, Blutpakt. Dann wird das vorletzte Kapitel in diesem Teil des Spiels. Schloss Nox in Dahein. Wir werden also wieder eine Innenmission haben. Ein Aufstand im Imperium, ist das wahr? Ja, das Imperium wurde ins Chaos gestürzt, als General Silgius Premierminister Sephiran befreite. Ich frage mich, ob Sephiran das geplant hat, eingesperrt zu werden oder was auch immer, oder... Ach, keine Ahnung, vielleicht ist er trotzdem ein guter Mann und Silgius ist ja auch ein guter Mann und die beiden sind gute Männer und die werden uns vielleicht von hinten irgendwie den Weg freimachen oder sowas. Sie haben die Bauern angestachelt, indem sie fragten, an wen glaubt ihr, Senat oder Hohepriesterin? Und die Bürger haben sich für die Hohepriesterin entschieden, richtig? Ja, sie randalieren seit dem Tag und Nacht in der Hauptstadt und fordern Antworten. Der Senat hat alle Hände voll zu tun, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das sind großartige Neuigkeiten. Könnten wir ein Bündnis zwischen Dain und den Anhängern der Hohepriesterinnen von Benion schaffen? Das ist keine gute Idee. Ah, der Fluch des Blutpaktes wird unsere Bürger töten, sobald wir etwas tun, was dem Senat nicht genehm ist. Der Sieg über den Senat garantiert uns ebenfalls nicht, dass der Fluch gebrochen wird. Tatsächlich kann das heißen, dass er dann niemals wieder gebrochen werden kann. Und damit wäre Dains Zerstörung vorerst verlangsamt, aber nicht aufgehalten. Also können wir den Senat nicht angreifen und wir können auch nicht um Hilfe bitten. Wir können nur versuchen, einen Weg zu finden, um den Fluch loszuwerden. Das macht mich wahnsinnig. Könnten wir nur Kontakt mit der Hohepriesterin aufnehmen? Wenn der Senat jedoch etwas davon mitbekommt, sind wir verloren und sind die Hände gebunden. Glücklicherweise stimmt das nicht. Ich habe gute Neuigkeiten, zur Abwechslung. Ich habe einen Weg gefunden, den Blutpakt zu brechen. Wo ist Mikaya? Bitte, bringt sie her. Ihr habt herausgefunden, wie ihr den Blutpakt brechen könnt? Ich hole sie sofort. Oi, dann geht's vielleicht doch schneller, als ich gedacht habe. Vielleicht müssen wir 300 Lagus dafür töten oder irgendwas Widersinniges machen. Ist das wirklich euer Ernst, euer Majestät? Gewiss, versteht ihr? So können wir Dain retten. Diese Information fand ich in einem Buch, versteckt in einem geheimen Raum. Es schien verlässlich. Bitte nur bedenkt das Ganze noch einmal, mein König. Es muss einen anderen Weg geben. Es muss! Wir können nicht warten, bis uns eine andere Lösung in den Schoß fällt. Wir müssen es versuchen. Ja, redet nur weiter über den heißen Brei herum und sagt mir nicht, was es ist. Das halte ich nicht durch. Mikaya, das Leben jedes einzelnen Bürgers von dahin hängt davon ab. Funktioniert es, können wir diesen absurden Krieg beenden. Alles wird gut, da bin ich mir sicher. Bitte, tut es für mich, Mikaya. Ich kann nicht. Ich dachte, ich hätte mich entschieden. Ich dachte, ich täte es für Dain. Aber dann wurde mir beinahe Sothe genommen und ich sah ihn fallen. Meine gesamte Kraft war gewichen. Als General habe ich so viele sterben sehen. Doch wenn ich daran denke, dass ich Sothe hätte verlieren können... Selbst wenn es nicht Sothe gewesen wäre, hättet ihr so gehandelt. So seid ihr eben einfach. Der Tod eines unbekannten Wesens berührt uns immer tiefer als der mannigfaltige Tod auf dem Schlachtfeld. Ist dieses Leben auch noch das einer geliebten Person, ist es noch sehr viel schwerer zu ertragen. Das ist einfach nur natürlich, nicht wahr? Mikaya, ich bewundere eure Einfühlsamkeit. Darum sollt ihr es sein. Ich will, dass ihr mich tötet. Nein, das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Bitte zwingt mich dazu nicht, bitte. Der Blutpakt ist nichtig, wenn der Unterzeichner von einem Dritten getötet wird. Genauso steht es hier geschrieben. Dies ist der einzige Weg, dahin zu retten. Bitte, bitte zwingt mich nicht, so etwas Schreckliches zu tun. Es ist meine Pflicht als König, Mikaya. Wollt ihr es nicht tun, so muss ich jemand anderen fragen. Wer wird die tödliche Klinge führen? Wird es Mikaya tun, widerwillig? Wird sie die Bürde an jemand anderen weitergeben? Und wird König Peleas wirklich sein Leben verlieren, um das Wohle Dains zu sichern? Das erfahren wir ab der nächsten Folge von Let's Play Fire Emblem 10 Radiant Dawn. Bis dann, ciao.